Mitten im Herzen einer Großstadt liegt ein großer Parkplatz und ein Kaufhaus daneben steht leer. Nach der Karstadt-Pleite wollte das alte Gebäude erstmal keiner mehr haben. Und dann kam der Investor, der deutschlandweit die meisten Einkaufszentren baut. Ein solches wie in Koblenz oder Ludwigshafen soll es nun auch in der Barbarossa-Stadt geben. Und im Oktober 2013 ist man schon mitten in den Bauarbeiten. Das frühere Karstadt-Gebäude in Kaiserslautern soll in ein neues Center integriert werden, das anfangs 26.000 Quadratmeter Fläche bieten sollte. Viele Lauterer machen mobil, auch umliegende Mieter, und wollen das Center verhindern. Doch, wie wir hier sehen, haben sich die Fürsprecher nach einer Volksabstimmung durchgesetzt. Wie das fertige Center einmal aussehen soll, kann man sich 2013 noch nicht so recht vorstellen. Dabei soll es in anderthalb Jahren schon so weit sein. So sieht der Shopping-Tempel auf Animationen aus, doch wird es wirklich so? Vor allem wird das Herz der Stadt nun total verbaut und werden die Besucher künftig von der Fußgängerzone weggezogen? Die Menschen machen sich viele Sorgen. Man sollte die Ängste und die Befürchtungen der Bürger durchaus ernst nehmen. Das ist ja nun eine große Baumaßnahme, die jetzt auf einmal mitten im Herzen von Kaiserslautern entsteht. Und da ist durchaus die Frage, was kommt da auf mich zu? Ich kann ja die Bürger nur einladen, uns einfach zu begleiten. Und ich kann Ihnen versprechen, dass das, was hier entsteht, wirklich eine echte Bereicherung für das Objekt sein wird. Unter dem Parkplatz liegen die Reste des früheren Pfalztheaters begraben. Diesen Stahlbeton rauszukriegen, ist eine wahre Herausforderung. Auch das Umland muss man trocken kriegen. Schon beim Bau des Karstadtgebäudes 30 Jahre vorher hatte man große Probleme mit eindringendem Grundwasser. Kaiserslautern hat einen feuchten Untergrund, wie wir wissen, und Sie hatten ein früheres Karstadtgebäude, was Sie involvieren müssen in die neue Galerie. Welche Schwierigkeiten gab es denn da? Ich kann mir vorstellen, es gab einige Schwierigkeiten bei so einem Bau, oder nicht? Alle. Es gab alle Schwierigkeiten. Wir haben auf der einen Seite den Buntsandstein, mit dem wir hier natürlich auch gerechnet haben, und wir haben im Vorwege auch sehr viele orientierende Bodenerkundungen gemacht. Trotz alledem hat Kaiserslautern einige geologische Besonderheiten. Kluftwasserleiter, das sind also Wasserleiter, die in dem Sandstein selber wie so kleine Flüsschen unter hohem Druck stehen. Wenn Sie die anbohren, dann haben Sie viel Wasser, viel Spaß und viel Freude, das dann einigermaßen dicht zu kriegen. Auf der anderen Seite haben wir dann organische Böden, das heißt dort, wo früher Teiche waren, die gab es ja früher mal, haben Sie halt im unteren Bereich nicht tragfähige Böden. Im März 2014 kann man erstmals die Umrisse deutlich erkennen. An der ersten Etage wird schon fleißig gearbeitet. Noch sind die Straßen um die neue Stadtmitte geöffnet wie bisher. Mai 2014. 5 Etagen sollen hier einst stehen. So hoch ist bisher nur das alte Karstadtgebäude. Doch künftig sollen hier tausende Tonnen Beton zwischen die beiden Straßen gesetzt werden. Noch kann man sich das nicht recht vorstellen. Auch nicht von innen, wo man nur dunkle, staubige Hallen sieht. Die Aussicht aus dem 5. Stock ist wunderbar. Hier soll später das Center Management sitzen. In den Etagen darunter muss man nicht rausgucken, denn hier soll man sich auf die Geschäfte konzentrieren. In der Mitte des Centers soll aber eine Rotunde entstehen, aus der man in mehrere Richtungen blicken kann. Bisher steht davon noch nichts. Kriegt man die Baustelle dann mittlerweile ganz dicht? Stellen Sie sich vor, Sie haben so eine Silikonkartusche und Sie haben irgendwo ein Loch in der Wand, dann können Sie mit dieser Silikonkartusche dieses Loch dicht machen. So ähnlich, aber auch nur so ähnlich funktioniert das auch dort. Ich habe einen Kluftwasserleiter, da kommt Wasser raus. Da nehme ich dann eine Lanze und injiziere in diesem Bereich partiell begrenzt so etwas wie so ein Dichtpfropfen. Der kommt mit Wasser in Kontakt und in dem Augenblick erhärtet er. Und damit kann man so etwas abdichten. Jede Woche sieht es hier anders aus. Vom Glanz einer späteren Shoppingmeile ist noch nichts zu erahnen.
Ich hoffe, dass Sie in der Zeit, wo Sie hier in Kaiserslautern sind, auch mal Urlaub haben werden. Wenn Sie dann aber aus dem Urlaub zurückkommen, erkennen Sie dann noch Ihren Arbeitsplatz? Weil da tut sich ja ständig was. Ja, gedanklich baue ich das Gebäude ja jeden Tag aufs Neue für mich. Ich weiß dann ziemlich genau, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, wenn ich dann Urlaub habe, wie das dann auch aussehen wird. Eine Baustelle mit rund 100 Firmen, dem Wetter ausgeliefert. Was kann da ein Jahr vor der geplanten Eröffnung noch alles schiefgehen? Der letzte Winter vor der Eröffnung, der könnte uns noch ein bisschen wehtun, dass wir da erschwerte Winterbaumaßnahmen dort vorsehen müssen. Aber ansonsten, nach menschlichen Ermessen, denke ich, haben wir alles so weit geplant, dass es jetzt funktionieren sollte. Die Monate gehen ins Land, das Gebäude wächst vor allem in die Höhe. Die Kaiserslauterer gehen interessiert drumherum, denn es gibt ständig neue Bauabschnitte. Ständig kann man neu spekulieren, ob das alles so wird, wie man es als Bürger gerne hätte. Im Juli schließt sich langsam die Außenfassade. Äußerlich stehen die Grundmauern im November 2014 komplett. 5 Monate vor der Eröffnung kann bereits mit dem Innenausbau begonnen werden. Kabel und Rohre werden verlegt. Viele der Geschäfte sollten bereits vermietet sein. Doch der Betreiber ECE hält sich immer noch bedeckt, wie die Mieter heißen werden. Nebenan ist noch ein bisschen Platz, direkt vor der Galerie. Hier sollen dann Stühle und Tische hinkommen. Ja, richtig. Ja. Im Erdgeschoss kann man sehen, ist die Fassade zurückgesetzt. Mhm. Und dadurch entsteht so eine Art Arkadensituation. Und in dieser Arkadensituation werden Gastronomiebetreiber im Erdgeschoss eine Außenbestuhlung haben, sodass sie jetzt bei dem Wetter auch draußen sitzen könnte und noch mal einen Kaffee trinken. Ja. Gastronomie soll es auf jeden Fall genug geben. An mehreren Stellen, aber es wird auch einen Hauptbereich zum Essen geben, wie es Shopping Queens auch aus der Rheingalerie oder dem Forum Mittelrhein kennen. In diesem Bereich wird es was zu essen geben, verschiedene Nationalitäten nehme ich an. So ist es. Ja. Wir sind hier im sogenannten Food-Lounge-Bereich. Das Konzept sieht eigentlich vor, dass ich mehrere Anbieter unterschiedlicher gastronomischer Konzepte habe. Mhm. Der Kunde geht an diese Bereiche, holt sich dort sein Essen und hat dann hier in diesem Bereich mit diesem sehr schönen großen Panoramafenster die Möglichkeit, sich hinzusetzen an verschiedenen Sitzinseln oder auch Sitzgruppen und das Essen zu verzehren. Okay. Innen drin wird geschweißt, gebohrt. Es ist nicht mehr alles so dunkel wie am Anfang und vereinzelt gibt es im November schon Glasscheiben. Die Rolltreppen kann man bereits erkennen. Rolltreppen, bei denen man nicht aus jeder Etage in die nächste kommt, was später einige Besucher ärgern wird. Man soll lieber nochmal an allen Geschäften vorbeigehen, wenn man ins Erdgeschoss will. Trotzdem wird das alles viel belebter sein als jetzt. Rolltreppen gibt es an 3 Stellen. 20.900 Quadratmeter Verkaufsfläche sollen es dann sein. Die ursprüngliche Fläche wurde nach einem Bürgerentscheid nämlich verringert. Das Parkhaus des früheren Kaufhauses wird integriert und die Fläche wird über das neue Center erweitert, sodass 490 Parkplätze entstehen. Februar 2015. Noch 7 Wochen bis zur Eröffnung und außen erkennt man endlich, wie die Fassade aussehen soll. Ähnlichkeiten mit der Animation sind durchaus zu erkennen, aber noch stehen Gerüste. Ob das alles rechtzeitig fertig wird? Die Fenster sind alle drin, Wasser läuft innen wie außen noch keines. Es ist auch noch zu kalt in Kaiserslautern. Die Verkehrsführung erscheint während der Bauphase drumherum chaotisch, aber von befürchteten heftigen Staus gibt es keine Spur. Es läuft. Wie wir erfahren, sind kurz vor der Eröffnung noch gar nicht alle Läden an den Mann gebracht. Ob das noch klappt bis Ende März? 25. März. Die Eröffnung hat man bewusst auf den Tag eines Fußball-Länderspiels vorverlegt, um den Besucherstrom der Fußballfans noch mitzunehmen. Alles glänzt mittlerweile und pünktlich um 9 Uhr geht es los für tausende neugierige Besucher. Das K in Lautern wird feierlich eröffnet. Für den Oberbürgermeister wird hier sein vielleicht wichtigstes Projekt vollendet. Also das ist unbeschreiblich. Ja? 4 Jahre harte Arbeit gehen heute zu Ende. 4 Jahre umfangreicher politischer Überzeugungsarbeit, ein Prozess, den wir geführt haben, ein Bürgerbegehren, das wir bestanden haben, mit 2/3 Mehrheit gewonnen. Die Rolltreppen erfahren gleich ihren ersten Belastungstest und die Einrichtung muss in kritischen Augen der Kaiserslauterer standhalten. Sie haben lang genug auf die Eröffnung gewartet.
Die Gastronomie wird auch vom OB gleich getestet. Das wird hier brummen. Da können Sie Gift drauf nehmen. Das wird auch so anhalten. April 2015, 3 Wochen nach Eröffnung. Jeder, der es unbedingt sehen will, hat das K mittlerweile besucht. Einige Geschäfte sind noch nicht geöffnet, da sich die Besitzer erst später zu entschlossen haben, im K zu eröffnen. Ob man da wohl mit Sonderpreisen locken musste, um keine Leerstände zu haben? Erstmal keine Panik. Außen wie innen läuft das Wasser jetzt. Etwas Atmosphäre gehört einfach dazu. Auch in Form von Pflanzen. Rolltreppen führen in verschiedenste Richtungen. Einst war hier eine Hauptstraße, nun sollen nur noch Busse durchfahren, was sich noch nicht überall herumgesprochen hat. Der edle Shopping-Tempel in der Innenstadt? Edel ist er genauso wie günstig, es ist für fast jeden was dabei. Geworben wird aber außen vor allem mit den Jobs im unteren Preissegment. Ohne günstig geht es wohl nicht. Die Cappuccino-Zone draußen hat noch nicht eröffnet. Dafür sitzen aber oben schon Gäste auf den kleinen Balkonen des Food Corner. Nur 1,5 Jahre Bauzeit und schon sind fast 21.000 Quadratmeter Verkaufsfläche fertig. Das Stadtbild von Kaiserslautern hat sich durch das Center verändert. Bisher ist recht viel los, das Center ist noch ganz neu. Und wie sich das auf Dauer entwickeln wird und wie sich die Stadt entwickeln wird, das können wir erst in der Zukunft sehen. Fertig ist es, das neueste Einkaufszentrum in Rheinland-Pfalz. Bis es vielleicht bald neue Center in Pirmasens und Mainz gibt. Klar ist, dass sich die Besucher nun aufteilen müssen. Doch der Strom der Gäste in der Fußgängerzone auf direktem Weg zum K lässt zumindest für diesen Teil der Innenstadt hoffen.